Hi Freunde, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Final Fantasy X. Das letzte Mal haben wir das Illuminum überquert mit einem Schnu und wir haben Riku getroffen. Unser letztes Partymitglied übrigens jetzt. Ja, es ist nicht, wie erst erwartet, Seymour, sondern Riku. Wunderbar. Jetzt können wir sie auch im Kampf benutzen und wieder Items klauen. Wunderbar. Aber erstmal hier weiter. Wir müssen nach Guadu Salam, das ist unser Ziel. Oh, ist Tutorial Battle für Rikus Fähigkeiten. Aber die kennen wir doch schon. Oh, im Kampf sogar. Ach so, ich muss drücken. Ja, Fragezeichen über Fragezeichen. Man kann Schatztruhen nämlich mit dem Klauenbefehl im Kampf öffnen. Manchmal hat man allerdings auch Pech und ein Monster ist drin. Hat übrigens nur ein HP, wenn irgendjemand anderes die angreift, dann ist sie hinüber. Ein Item ist drin, Bomberseele. Manchmal allerdings auch ein Bomber. Ein Monster, wollte ich sagen. Eine Mimik sozusagen, eine Schatztruhe, in der sich ein Gegner versteckt. Die gibt's in vielen Spielen. Au! Voll der Bodycheck. Ja, das glaube ich nicht. Ja, mit Rikus Ekstase können wir Items, die wir gefunden haben im Kampf oder gestohlen haben, zusammenbasteln. Zwei Stück immer ergeben ein lustiges Item. Die Bomberseele sollen wir hier benutzen, ne? Mal gucken, was die so bringen. Ist immer random irgendwie, was rauskommt. Feuersturm! Also die zwei Items werden immer zu demselben. Aber je nachdem, welche Items man nimmt, entsteht ein anderer Effekt. In diesem Fall Schaden, so wie Feurer Wut oder so ungefähr. Aber kann auch positive Effekte haben, zum Beispiel Hast, Heilung. Auf uns natürlich dann. Ja, da gibt es auch so eine Tabelle, was man genau kombinieren kann und was für einen Effekt das dann hat. Ich mache da immer irgendwie random Experimente und bin dann selbst überrascht, was mich da erwartet. Naja, eine Truhe. Wie ist die denn hier versteckt? Ein Antidot! Und noch eins und noch eins und noch eins. Da waren nämlich vier drin. So, weiter nach Norden hier. Kommt noch ein Tutorial-Battle für Riku? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Über so eine Truhe, wo ein Monster sich drin versteckt. Aber sah nicht so aus. Oh doch, hier haben wir nochmal die Gelegenheit. Da hinten sehe ich schon eine Truhe am Horizont wieder. Obwohl es nicht wirklich der Horizont ist. Und? Eine Truhe wieder. Okay. Mal schauen. Normalerweise können ja immer nur drei Gegner im Kampf sein. Eine Truhe, ja, bricht diese Regel quasi. Die kann auch trotzdem noch daneben stehen. Auch man, ich habe nur die Würstchen-Charaktere, die keinen Schaden an diesen Gegner machen können. Oh, ich muss unbedingt die neue Waffe ausrüsten, also die alte Waffe für Walker wieder ausrüsten. Aber ich weiß nicht, ob das mir einen Zug kostet. Ich greife mal hier an. Tschüssi. Alter, wie sehr tut das Gift denn weh, ey? Das ist ja unglaublich. Falls man alle Gegner besiegt und die Truhe übrig lässt, dann hat man keine Chance mehr, sie zu öffnen. Das muss man also machen, bevor man den letzten Gegner hier eliminiert hat. Oh, ich wollte eigentlich Riku haben. Na gut, müssen wir nochmal improvisieren eine Runde. So, wo ist denn die gute Riku hier? Ich muss mal hier die Truhe öffnen. Vielleicht ist ein Gegner drin. Vielleicht auch ein Item. Eine Mega-Potion! Nicht schlecht, das hat sich gelohnt. Mega-Potion heilt unsere komplette Gruppe. Ich glaube für 2000 oder für 2000, glaube ich, ne? Müsste so sein. Man weiß jetzt nicht ganz genau diesen Wert. Auron darf jetzt auch noch mal verteidigen. War jetzt jeder dran? Habe ich natürlich den Überblick komplett verloren. Und nach dem Kampf muss ich unbedingt die Waffe von Walker wieder ändern und den Ekstase-Typ von Tidus. Genau, Tidus hat auch einen neuen Ekstase-Typ gelernt. Natürlich kann ich diese dumme Fliege jetzt ausschalten oder Biene oder Hornisse. Gegen was sind die denn anfällig? Ich glaube Feuerer, oder? Oder Eisrah? Ja, hat auf jeden Fall gereicht für ein Vernichtend. Klasse. Lulu, du bist erste Sahne. Wunderbar. Und nach diesem Part kann ich mal wieder meine Sphero-Level ausgeben, glaube ich, ne? Naja, erstmal hier die Waffe von Walker wieder hier replacen mit dem Wechselspieler. Der ist nämlich krass. Und Ekstase von Tidus. Da haben wir jetzt neben der Askese auch den Kampfgeist. Und dann füllt sich die Ekstase-Leiste, wenn man dem Gegner Schaden zufügt. Und das ist die Rolle von Tidus, ne? Deswegen wählen wir das einfach mal aus. So, weiter geht es nach Norden in Richtung Guadu Salam. Da müssen wir nämlich durch, um nach Makalania zu kommen, wo der nächste Tempel sich befindet. Und schon wieder eine Truhe. Also jetzt wird man damit ja hier überschüttet. Aber erstmal hier den Isegrim ausschalten. Der ist nämlich grimmig.
Die anderen können wir verteidigen eine Runde. So, Riku, meine Freundin, kannst mal hier die Truhe öffnen. Riku müsste übrigens ziemlich schnell jetzt die Level bekommen, nicht? Weil sie hat ja noch kaum Erfahrung und wir sehen 306 HP ist ihr Maximalwert momentan. Das ist noch nicht so ultra viel. Dementsprechend schnell müsste sie aber auch leveln, um den Rückstand auf dem Sphärobrett auszugleichen. So, das wollte ich eigentlich sagen. So, Kimari darf die ganze Sache hier mal beenden. Das ist doch wunderbar. Toll, Kimari. Wir können mal gucken. Bekommt Riku extrem viel mehr XP? Nee, gar nicht. Aber sie braucht weniger bis zum nächsten Level. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Okay, weiter geht es. Und das da ist schon quasi das Eingangstor zu Guadu Salam, der nächsten Stadt, die wir betreten. Natürlich kein Vergleich zu Luca, von der Größe her und so. Aber es ist doch ein kleines Dörfchen. Und die Guado leben hier. Ja, wer hätte es schon gedacht? Am Namen schon zu vermuten, nicht? Die benennen ihre Dorf tatsächlich nach dem Namen ihres Volkes. Aber es ist eigentlich überall so, ne? Die Franzosen leben in Frankreich. Deutsche leben in Deutschland. Oder ich glaube, es ist eher andersrum, nicht? Das Volk ist benannt, je nachdem, wo sie leben. Naja. Epische Cutscene hier erstmal. Was ist das für ein Ort? Alles verwurzelt hier, oder was? Been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. Hallo. This way, my lady. This way. Warum sind wir hier schon erwartet? Whoa, whoa, whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. Trommel. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder. Bestimmt über die Offensive. Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Keine Ahnung, was der von uns will, ey, dieser Typ, ey. Star Armblay, don't you? Ah, I almost forgot. Ja? Genau, jetzt können wir quasi mit Riku in der Gruppe haben wir die Möglichkeit, jetzt unsere Items weiterhin abzugraden. Da, wo vorher nur ein leerer Slot war auf den Items, können wir einen weiteren Zauber oder eine Eigenschaft oder eine Ability quasi, so ist es hier genannt, draufzaubern. Dafür brauchen wir allerdings auch Items, die Riku klauen kann. Und die heftigst guten Sachen, die man gerne haben möchte, sind erst viel später verfügbar, weil man da richtig krasse Items in richtig großer Menge braucht. Auch dafür ist die Monster Farm wieder der Anlaufpunkt, den man gerne nutzen möchte. Ja, die guten Sachen muss man ordentlich für farmen. Und da wird es noch lange dauern, bis wir da irgendwas Gutes mal machen können. Jetzt lohnt sich das eigentlich noch nicht so sonderbar, unsere Items hier zu verbessern. Aber ich glaube, jetzt müsste bald auch der Zeitpunkt gekommen sein, dass unser Bruderherz abgegradet wird, nicht? Automatisch. Wir können mal hier merken, momentan hat es nur Angriff plus 5 und 3 leere Slots. Aber nachdem wir mit Guado Salam hier fertig sind, müsste das eigentlich abgegradet sein. Naja, mal gucken. Untersuchen wir mal die Gegend hier. Hier soll irgendwo ein Albert-Lexikon versteckt sein. Ich frage mich nur, wo es ist. Wir können auch speichern hier, aber da habe ich kein Interesse dran. Okay, hier ist es auf jeden Fall nicht. Eigentlich müssen wir zu Seymour, aber vorher möchte ich gerne nochmal dieses Albert-Lexikon suchen. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum ich hier so wahllos durch die Gegend laufe wie ein Besoffener. Was ist hier drin? Eine Mega-Potion. Lecker. Wenn wir durch die rote Tür gehen in Seymours Palast, wäre die Story weiter. Also würde es in der Story weitergehen, aber ich möchte erst noch das Lexikon haben. Hier müsste es sein, oder? Genau, wunderbar. Hier ist es. Albert-Lexikon, Band 13. Klasse. Und jetzt sind wir ein Albert Gahan. Cool. Gahan. Falls man sich die Mühe macht und das selber auch händisch übersetzt, dann kommen da bestimmt auch tolle Sachen raus, wie Könner oder so. Gahan? Könner? Könnte das sein? Weiß ich nicht. So, aber jetzt geht's erstmal weiter hier in die Villa von Seymour. Mal gucken, was er so hier für uns vorbereitet hat. Ein Festmahl bestimmt, hoffe ich doch mal, oder? Wir sind doch ehrenvolle Gäste hier mit Lady Yuna von Besaid. Mal schauen. Hi, guys. Kimari not like Mr. Seymour. Ich mag ihn auch nicht. Und die Musik ist auch schon sehr verdächtig. Das kann doch nichts Gutes bedeuten, oder? Why does he want to see me? Ja, weil du das Medium bist wahrscheinlich, ne?
wonder what smells so nice. Ich weiß nicht. Stay close to Yuna. Ja, ich habe auch irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und was sind das für komische holographische Bilder hier? Sind das die Stammesführer von den Guado? These are the past leaders of Tatsächlich? They all look the same. Maester Seymour doesn't look like them, no. Ja, wegen seiner Frisur. Don't you know? The last leader. Maester Jiskel wed a human woman. Ach so. She was Seymour's mother. Und deswegen kommt diese Frisur zustande? Na, das ist aber... Weiß ich nicht, ob das stimmt. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Kann ich hier rein? This way, please. Aber gerne doch. Ich habe schon mein Schwert im Anschlag. Ich bin bereit für einen Bosskampf. Also. Wer weiß, was die sich hier ausgedacht haben. Ich möchte auch rein. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. Nö. Wir sprengen das hier alles in die Luft, diese ganze Villa jetzt. Oh, aber die haben uns tatsächlich hier gut bewirtet, ne? Kann man sich nicht beklagen. Also, die haben hier alles aufgedeckt, aufgetischt, was man sich nur so wünschen kann. Na, wie geht's denn jetzt weiter? Muss ich den Raum verlassen wollen, oder wie? Ich muss mit allen Leuten reden, oder was? Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Xanarkand. Ah. Was hat das damit zu tun? Na egal, Walker, was hältst du von der ganzen Sache? Ist das auch unheimlich? I get the feeling he called us up here for more than just dinner. Ja, glaube ich aber auch, ey. Lulu? There's no temple here in Guadassalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. Ja, wollten wir auch. Nach Makalania. I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing then? So wie Kimari. No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkand too? Well, there are many things I do not know. Your Xanarkand is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Okay. Kimari. Kimari, speak no more. Genau das Gegenteil von Lulu quasi. Ja, du bist leider versteckt hinter dieser wunderschönen Tischdeko. Ey. What could it be? Oh. I don't know. Was ist das? Ist das die Lampe hier? Von Ikea wahrscheinlich. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Jiskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Jiskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Jiskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now, a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But Na schon, wie kann man Menschen und Ronzo vereinen? Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Hallo. Must I always endure such praise?
come. You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Geht jetzt alleine dahin? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und was ist das denn jetzt? Achso, wir sind noch dabei. Okay, gut. Ich dachte, er würde sie alleine jetzt mitnehmen. Da hätte ich aber was gegen. Aber was ist das hier für ein spaciger Raum? Ist das eine Vision? This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Ist das Anna Kent? Vielleicht können wir uns selbst treffen. Das wäre doch toll. The great and wondrous Machina City, Xanarkin. She once lived in this metropolis. Wer? Wer denn? Okay, Vision zu Ende. Ah ne, jetzt sind wir woanders. Lady Unalaska. She was the first person to defeat sin and save the world from its ravages. Warum ist sie nackt? And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face sin as Lady Unalaska did. However, Lady Unalaska did not save the world alone. To defeat the undefeatable sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Mir gefällt nicht, in welche Richtung dieses Gespräch geht. Wer ist er denn? Pharao? Ich finde, Yuna sollte auch dieses Outfit tragen. Wenn die schon genauso heißt, fast. Über was reden die? Die haben vergessen, das hier zu synchronisieren. Oder Untertitel zu machen, wenigstens. Geht's um die Offensive? Oder um seinen Sponsoring-Vertrag mit L'Oreal? Ist das eigentlich L'Oreal? Oder macht L'Oreal nur Creme? Ist es das, was er uns zeigen wollte? Diese Unalaska und Xana kennt und so? Über was haben die gesprochen? Okay.
to marry him. Was? Are you serious? Du bist ein Medium. Hey. You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. No. All summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. Oh, seine Frisur, ey, ich komme nicht drauf klar. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Okay, erstmal abhauen hier, ey. Why are you still here, sir? Hallo, wie unfreundlich bist du denn? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Was das zu bedeuten hat, werden wir erst später im Spiel erfahren. Ja, Seymour, ey, das ist ja eine Wurst, ey. Er will tatsächlich Yuna heiraten? Oh Mann, ey. Aber ich mag ihn gar nicht. Na toll. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich die Entscheidung von Yuna mitbekommen. Ich hoffe ja, sie entscheidet sich dagegen und wir können Seymour verprügeln oder so stattdessen. Wir können doch nicht die Reise hier abbrechen. Die Pilgrimage. Die Pilgerreise. Mann, ey. Im nächsten Part sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Ja, bis dann. Ciao, Leute!